Der Edler an einem Vega C700 SH ist defekt, versprödet, alt, hart, nicht mehr zu gebrauchen. Was nun? Das ist übrigens derselbe Edler wie am Sony TTK 61. Ich habe im Baumarkt eine Alternative gefunden. Dort gibt es Gummidichtringe verschiedener Größen und auch verschiedener Qualität. Ich habe einen Gummiring gefunden mit 10 mm Innendurchmesser, der also gerade straff auf das Zahnrad passt. Durch das Zahnrad habe ich dann eine 3 mm Schraube gesteckt und mit einer Mutter befestigt, das Zahnrad mit Klebestreifen geschützt und das Ganze mit einer Bohrmaschine an einer Schleifscheibe auf Maß abgeschliffen und es ist mir auch gelungen, das einigermaßen rund hinzubekommen. Natürlich muss das Zahnrad dann mit dem Gummi verklebt werden und kann dann wieder im Gerät eingesetzt werden und es funktionierte ganz ordentlich.